Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist eigentlich toll, dass ich zum Schluss sprechen darf. Ich muss ein bisschen Revue passieren lassen, nein. Pulse of Europe ist eine ganz klasse Sache. Es ist entstanden in Frankfurt und ich möchte auf Herrn Schwäbsch direkt darauf reagieren. Es ist schon auch mit entstanden, weil wir zu viel Neinsage haben in Europa. Weil wir gespürt haben, dass der Zusammenhalt nicht mehr vorhanden ist. Weil Europa in eine Krise gekommen ist, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und plötzlich auf der rechten Seite unseres Parteienspektrums in Europa sich etwas stark gemacht hat, mit dem wir, glaube ich, in Deutschland nicht mehr gerechnet haben. Und ich denke so an Demonstrationen wie Pegida, ich denke an brennende Flüchtlingsunterbringungen. Es war plötzlich ein Unfrieden in Deutschland, in anderen europäischen Ländern, wo wir, glaube ich, uns Europa überhaupt nicht mehr vorstellen konnten. Wir haben eine Geschichte in Deutschland hinter uns, die uns immer wieder wachrufen wird. Und daher ist Geschichte wichtig, ist Vergangenheit wichtig. Aus Vergangenheit kann man neu gestalten, kann man Zukunft anders gestalten. Und ich finde es sehr bedauerlich, dass wir in vielen europäischen Ländern einen Rechtsruck haben und komischerweise von Leuten, denen es gut geht. Wir hatten schon mal so eine Zeit in der Weimarer Republik, das war nicht viel anders. Leute, denen es gut geht und die so im Geheimen dann zur Wahl gehen, so die unsichtbaren Wähler. Ich hätte mir sowas nicht mehr vorstellen können. Was ich mir wünsche von Europa ist, dass wir wieder enger zusammenrücken, dass wir Partnerschaften wieder aufblühen lassen. Nicht nur mit Frankreich, sicher ein ganz wichtiger Partner in unserer EU. Einer ist uns, ja, wie England, abhanden gekommen. Und auch das war eine ganz wichtige Partnerschaft für Deutschland. Ich kann mich noch gut erinnern, wie Helmut Schmidt versucht hat, die charmante Thatcher noch irgendwie an den Tisch zu kriegen. War nicht ganz einfach. Und ich glaube, wir brauchen mehr Partnerschaften in Europa, um diesen Friedensgedanken, diesen Demokratisierungsgedanken in Europa zu festigen, weil wir vergessen auch immer wieder die Länder im Osten. Das ist jetzt Ungarn, die Tschechoslowakei, Slowakei. Oder ich habe es auch erfahren in Kroatien, wie schwierig es ist, den europäischen Zug nach vorne zu treiben. Deswegen ist meine Forderung, dass wir in Europa dem Parlament eine stärkere Stimme geben, dass wir mehr Zugpferde haben in Europa und vielleicht auch wieder einen europäischen Präsidenten, der wirklich zum Zugpferd wird für ganz Europa, der auch so wahrgenommen wird, unabhängig von Parteien. Und ich glaube, wenn wir das wieder geschafft haben, dann schaffen wir auch wieder ein starkes Europa hinzubekommen. Vor allem, wenn ich an Südeuropa denke, an die schwierige Situation der Flüchtlingssituation der Zeit oder die hohe Jugendarbeitslosigkeit. Dazu brauchen wir ein starkes Europa, um es gemeinsam solidarisch nach vorne zu bringen. Vielen Dank.